alte Bar ist auch ganz traurig. Was machst du, Kate? Hä? Was machst du? Alles wieder sauber machen, was ich gestern dreckig gemacht habe. Aha. Gestern war ein richtig geiler Tag. Schön Welle, fünfmal über Kite, also kleiner Kite ist das ziemlich. War richtig geil. Die Batterie ist ausgefallen, hab die Batterie ausgewechselt. Und dann müssen wir mal wieder laden. Also du warst am Erzählen, was war? War richtig geil. Mhm. Erst mit dem kleinen Kite, dann wurde es weniger Wind, hast du mir den größeren geholt. Oder aufgepumpt, danke. Ja. Aber deshalb habe ich halt zwei Kites dreckig gemacht. Deshalb ist immer wichtig, wieder alles schön sauber machen. Alles schön sauber machen, ja. Wir brauchen es jetzt nicht, heute ist Leichtwind. Ja. Und wir fahren... Die ganze Kiste, wo die drin sind, wieder sauber. Den habe ich nicht benutzt, aber der ist halt auch sandig geworden durch die anderen. Genau. Sehr gut. Ja, jetzt gehen wir dann gleich nochmal zum Surfshop. Ja. Und holen so Reparaturband, oder? Genau, gerade diese... Der Wing hat das gleiche Material wie die Kites. Und gerade bei dem Wing, das geht... kann schnell gehen, dass es in dieses Voll geht. Das ist ja super spitz und dann hast du direkt einen Riss drin. Und dass man das einfach flicken kann. Direkt flicken kann. So Tape-Material aus dem Material, wie auch das Tuch ist. Ja, okay. Ja, dann machen wir das. Und ich würde mal da der Norbert fragen, ob er meine Batterie wieder laden kann. Dass wir auch mit dem Strom auskommen. Jetzt lädt es aber in der Sonne. Herrliches Wetter. Tage, die letzten Tage. Ja, und da hat der Batterie dann nicht so geladen. Und da muss man dann immer aufpassen, ne, dass man genug Strom hat. Ja. Und ist immer schön im Campingleben. Die Nachbarn, die helfen gerne. gerne aus. Zumindest. Das hoffe ich, denke ich. Also. Ich mach mal fertig hier. Yes. Norbert? Ja? Darf ich noch mal was laden bei dir? Ja. Das ist der Norbert. Hallo Norbert. Hallo. Hammer. Fertig. Das fühlt sich wieder gut an, wenn man weiß, dem Material geht's gut. Und? Dein Mann geht's auch gut. Dem geht's auch gut. Das fühlt sich auch gut an. Das fühlt sich auch gut an. Noch besser. Ich dachte, ich zeig mal kurz hier euch den Platz, wie wir das machen oder wie das jetzt aussieht. Das Campingleben ist tatsächlich echt anders wie das Wildcampen, weil man kann schön alles liegen lassen, wie wir schon gesagt haben. Und der Platz sieht dann so aus. Hier haben wir die Türen offen stehen, schön. Da haben wir heute Morgen schon gefrühstückt. Liegt im Bad, den nehmen wir gleich mit zum Surfshop. Wir brauchen eine neue Chicken Loop oder ein Chicken Loop, das haben wir nicht, und schau mal, ob die das da haben. Und da hängen schön die Sachen zu trocknen. Hier, wir haben bei der Camping ein paar Paletten bekommen, weil das schon ein Nachteil ist, echt den Sandboden, und es hat ein paar Tage geregnet, dann stand es hier richtig voll mit Wasser und ist man nur mit Dreckfüßen reingekommen. Und die Paletten, ja. Ganz so ohne Gefahr ist es nicht zum Einsteigen, aber kamen zumindest mit trockenen Füßen rein. Da trocknen noch die Surfsachen. Hier liegen alle Boards im Schatten. Kate's Board, die Surfboards. Und hier haben wir so Wäscheleine aufgehängt, damit alles schön trocknen kann. Und die Sinnesappelbaum, der Orangenbaum ist da noch. Ja, so steht man da. Also richtig gemütlich, und es sind ein paar andere Camper, macht es auch echt ganz nett, das Ganze. Die anderen Camper sind echt ganz nett, weil ich habe doch erzählt, dass ich nicht den Bügel gefunden habe im Kinalade zum Duschen festklemmen, damit man nicht immer drücken muss. Und da, ich habe eine Klemme bekommen. Also ist ganz normal so ein Bügel einfach, so ein Wandbügel, aber die haben sie rausgetüftet, funktioniert. Hammer, kann ich richtig gemütlich duschen heute Abend. Fahren wir zum Surfshop. Ja. Da gehen wir. Gucken, was wir finden. Ist ja gar nicht weit. Ist da hinten, ist der Surfshop direkt. Also einmal über die Straße. Einmal über die Straße.
Für 6 Jahren. Weißt du noch, damals? Ja, das weiß ich. Da waren wir da drüben, neben diesem Surfshop, ist genau. Auch ein Restaurant. Neben dem Surfshop ist ein Restaurant, da waren wir essen. Naja, ich mit meinen Eltern, er mit seinen Eltern. Mhm. Und dann hat der liebe AJ... Genau, ich habe mir nicht getraut... ...mich zu fragen, ob ich noch länger sitzen bleiben will, zum was trinken. Wir sind dann eigentlich gegangen. Dann hat der liebe AJ, den wir auch beide kannten, von hier vom Camping, mich gefragt, hey, willst du nicht noch ein bisschen hier bleiben? Der hat nämlich schon gesehen, wie wir uns angeguckt haben. Ja. Und dann bin ich noch ein bisschen dort geblieben. Meine Eltern sind zurück. Und wir sind dann auch irgendwann zu zweit zusammen hier zurückgelaufen, diese Straße zum Camping, wo wir jetzt laufen. Und da haben wir uns so langsam unsere Hände genähert. Sind wir das erste Mal Hand in Hand gelaufen. Oh. Ja, genau. Erinnerungen. Also AJ, dich bin ich natürlich auch ewig dankbar. Wir beide. Dass du das für mich übernommen hast. hat funktioniert. Genau. Ja, jetzt? Gucken wir, ob wir für dich ein Geburtstagsgeschenk finden. Genau, ich habe fast Geburtstag. Ja, in einer Woche. Ja, ich muss warten, ich kann noch nicht. Los. Oh. Da ist er. Oh. Immer der Mundschutz. Und da oben Reparaturmaterial. Und Ballschutzweste, mal gucken. Ballschutzweste, ne? Mal gucken. Ja. Der Blick hier raus ist auch echt schön, ne? Ja, herrlich. Ich gehe wieder zurück. Wir waren ziemlich erfolglos, würde ich sagen. Schau, der Bar ist auch ganz traurig. Naja, mal gucken. Müssen wir woanders noch schauen gehen. Einfach noch in Tarifa. Dann nehmen wir euch mal mit in Tarifa und zeigen ein bisschen das Städtchen, wenn wir shoppen gehen. Ja. Das können wir machen. Das machen wir. Danke, Martin! Martin hat uns geholfen, ne Kate? Mhm. Erzähl mal. Ah, du isst noch dein Eis. Eis von Norbert. Eis von Norbert. Wir werden gut versorgt hier. Jetzt. Nee, ja, Martin. So sah der Bar aus. Und jetzt? Tada! Er hat uns einfach seinen Chicken Loop geschenkt. Er hatte genug Bars und die braucht er nicht. Super nett. Also ich gewöhne mich immer mehr an das Campingleben, muss ich sagen. Man bekommt so viele schöne Sachen. Mhm. Ja. Und das hat sich gelöst, weil wahrscheinlich brauchst du den Bar nachher, vielleicht, hoffentlich. Ja. Da kommt schon langsam ein bisschen Wind. Weil die ist was breiter wie die ich sonst benutze. Und für den großen Kite, dann fliegt sich das schöner. Ja. Mhm. Schön. Testen wir mal nachher, danke, ob's hält. Perfekt. Ich putze, oder putz halte, ich mache den Kühlschrank mal wieder sauber oder trocken vor allem. Weil die wird irgendwie von innen brutal nass immer. Irgendwie so ein Kondenswasser, aber dann steht richtig viel Wasser an die Innenseite. Ja, falls ihr da einen Tipp habt, vielleicht nicht so lange offen stehen lassen. Kann auch helfen. Ja. Oh, die Sachen auch noch kurz zurück einladen natürlich. Sonst ist jetzt noch was. Ja, der Milch. Uns wird jetzt dann erstmal gestärkt, ein bisschen Mittagessen. Aha, ich schneide das Brot wie eine Maschine, schön, gleichmäßig schön. Ja, okay, mal sehen. Ist das jetzt die Kontrolle? Ja. Shit, das darfst du nicht. Was ist das dazwischen, das Leise? Das ist einfach, da muss ich kurz korrigieren. Ah, okay. Aber es ist immer deine Aufgabe, Brot schneiden meistens, ne? Ja. Stimmt. Na komm, wie cool aus, was da schlägt. Mit Blick. Auf Afrika. Aufs Wasser und Afrika, stimmt. Was bei uns
auf Reisen oder im Urlaub erwischt, nie fehlen darf, ist hier Knoblauchcreme. Oh, das ist so lecker. Ali Olli. Das können wir immer essen. Mittags, abends zu Kartoffeln. Machst du jetzt Ali Olli Werbung? Nö, aber ich find's lecker. Daheim essen wir das nie, wenn man dann vielleicht nach Knoblauch stinkt. Aber hier täglich. Wir essen schon viel Alkoholcreme. Alkoholcreme ist? Wieso Pickel? Das kriegt man doch von Alkohol. Na Quatsch, wer sagt sowas? Ach, weil das Mayonnaise ist eigentlich, meinst du? Nee, es geht noch. So I pick up the phone, dial your number on the tone, to set things straight. Kate frühstückt schön weiter und Lünchen ist es. Kate lünscht weiter und ich laufe kurz nach Norbert und hol mal den Batterie ab. Der müsste voll sein, glaube ich. Ja. Oh, mal schauen, ob er da ist. Ich glaube, keiner da. Der Sohn ist aber da. Nee, Robert ist nicht da. Und die Batterie ist schon fast leer, also wir bauen eine andere. Und können dann nochmal direkt aufladen. Du schneidest schon, Kate? Nee. Oh, noch nicht. Okay. Nee, ich mach was anderes. Okay, ich gehe mal nochmal zu Morben, schau mal, ob er jetzt da ist. Ja, versuch mal den Glück. Jo, super. Hey Norbert, darf ich dich nochmal steuern? Ja, ist voll. Ist es voll? Ja. Ah ja. Ich muss aber direkt diese Batterie wieder laden, weil die ist noch nicht. Ach so, ja, mach. Super. Also die Zuschauer, die danken dir, dass wir weiterhin mit Videomaterial versorgen können. Ja, klar. Gleiches Spiel nochmal. Ja. Hammer, lädt wieder. Toppi, ja jetzt der Wind kommt, habe ich gerade gesagt. Wir können aufs Wasser, glaube ich. Mal sehen, ja. Ja. Ich habe gerade noch den Hammer in der Hand genommen und das was sicherer gemacht. Kate, besser, oder? Sehr gut. Ich habe schon immer gesagt, es ist gefährlich. Dann muss halt erst der Mann dann zu spüren bekommen. Genau, ich bin dann dazwischen gefallen, das sieht man es. Kleine Wunder. Oh. Ja, aber so dürfte das nicht mehr passieren. Und wir können mit trockenen Füßen rein. Weil ganz wichtig, weil es kommt schon wieder, sieht zwar Hammer aus, aber ich glaube, da kommt die nächste Regenfront schon wieder. Aber wir gehen grillen. Was gehen wir? Grillen. Grillen. Genau, der Martin bereitet schon vor. Gemüse, der Öl, die Soße ist schon da, die Marinade. Und was gibt's dazu? Der Fisch, der ist noch eingepackt. Calamares, Tintenfisch, Thun. Oh, lassen wir uns doch gut gehen. Wir sitzen hier gemütlich im Bus. Es ist 7:30 Uhr abends. Mhm. Und dann klopft es gerade an der Tür. Ich dachte, ja, das ist irgendwie der Nachbar oder so. Ich frage so, yo, komm rein. Und dann war das einer vom Camping, der hier arbeitet und hat ein Päckchen für uns. Es war der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann für Kai. Sag mal, was hast du da? Ich habe mich schon gekauft. Ich habe mich ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Selber ein Geburtstagsding gemacht. Genau. Und obwohl du noch nicht mal Geburtstag hast, machst du schon auf. Das stimmt, aber ich weiß ja auch schon, was drin ist. Ich kann es ja danach wieder verpacken. Ach so, genau. Und dann aufpacken. Aber ich glaube, das ist eher morgen schon benutzt. Ist nämlich was zum Surfen. Mal wieder Surfmaterial, aber es ist ein neuer Frontwing. Einen kleineren. Zum Wingen für das Foil unten. Genau. Da gibt es verschiedene Größen. Ja. Die Blätter und Karl wollte ein kleineres, weil er dann schneller fliegen kann. Ja. Und für viel mehr Wind. Ja, genau. Also schneller im Sinn von Geschwindigkeit. Ja.
Und ich sehe gerade, hat ziemlich rot aus im Gesicht. Ja, habe ich einen Sonnenbrand? Vielleicht. Heute war auch. War es gar nicht so warm. Es war schon warm mit der Sonne, aber es ging ein frischer Wind und dann merkt man nicht so, dass es so warm ist. Das ist gefährlich zum Verbrennen. Und ich sitze hier übrigens am Flock schneiden, so sieht es hier aus. Ich sitze hier am Schneiden, Kai sitzt hier auch am Arbeiten. Aber ja, jetzt kamen wichtige Dinge dazwischen. Da wird die Arbeit schnell zur Seite gelegt. Oh, warte, hier noch eine, glaube ich. Ah, nee, die ist ja schön. Geil. Schau mal, okay, das ist schon deutlich kleiner. Ja? Das hören wir mal morgen. Ja, kannst du testen. Zeig mal, wie breit er ist, dass man das sieht jetzt. 76, das sind die Zentimeter. Genau, dass ihr euch was vorstellen könnt, wie groß sowas ist im Vergleich zu Kai. 91. Ja. Ja. Ja, dann hören wir mal morgen von dir, wie dein Resultat ausfällt. Ja, wir können es vielleicht filmen. Ja, nehmen wir die Kamera mal wieder mit aufs Wasser. Ja. Da müssen wir nur dran denken dann. Happy. Oh, du schläfst gut heute Abend. Naja. Was? Das ist ja Nebensache. Das ist nur Materielles, ne? Genau. Ich bin dir viel wichtiger. Das auf jeden Fall. Schön. Darf ich trotzdem noch im Bett bleiben? Ja. Werde ich nicht durch das Foil eingetauscht? Immer nehme ich nicht. Schön. Dann weiter an die Arbeit. Ja. AJ, der Erfinder vom Bügel. Danke, AJ. Danke, danke. Völlig erledigt und fix und fertig von unserer Surf-Session. Ja. Hey, wie war dein neuer Wing? Du wolltest erzählen, wie dein... War schon Hammer. Also mit dem Alter hätte ich nicht mehr fahren können. Es war ein Durcheinander von Wellen und von Wasser. Und ein Wind, ziemlich viel. Und, war ein sehr starker Wind, ja. Ja, teilweise war es dann echt zu stark, auch für den Viererwing. Und draußen ziemliche Dünung, ne? Ja. Ziemlich starke Wellen. Ja, und ging trotzdem noch. Oh, mein Arm, ihr seid schwer. Ja, also du brauchst mal andere Bedingungen zum richtig testen wahrscheinlich, ne?
Ja, aber es war trotzdem schon gemerkt, das ist schon richtig geil, war richtig gut. Viel rennbarer, ja, top. Ich habe auch Spaß gehabt. Ich habe gut gekämpft, Halse geübt, 3 Stück gestanden. Habt ihr leider nicht auf Video Hammer gesehen. Ja, aber es wird, es wird. Ich bin es Beweis, ich kann es, wie ich sage, ich kann es bezeugen. Es kommt langsam. Ja. Ich muss sagen, Windsurfen, das ist die anstrengendste Sportart von allen. Bin mal gespannt, wie ich morgen aus dem Bett komme. Jetzt stärken wir es gerade mit den Süppchen, Tomatensüppchen mit so Nudeln drin. Es gibt wieder Kraft. Ja. Und da wird ganz ruhig gemacht. Genau, wir lassen die Woche voll ruhig ausklingen. Was wir jetzt halt nicht mehr geschafft haben, ist, euch mit nach Tarifa zu nehmen. Sobald wir aber in die Stadt gehen, nehmen wir euch mit. Bis dahin. Macht's gut. Dag, dag. Tschüss.